Hallo. Und herzlich willkommen zur BAFT-Show. Wir moderieren heute mal zu dritt. Wir wissen auch nicht genau warum, aber wir dachten uns, das Studio ist groß genug und in der RPC-Woche geht eh alles drunter und drüber. Also warum nicht mal zu dritt moderieren? In dieser Woche zeigen wir euch wieder ein paar interessante Themen, nämlich Heroes of the Storm, Wildstar und Archeage. Und jetzt zu den News. Das Landmark-Team veröffentlichte ein neues Video zum Sandbox-Spiel aus dem EverQuest-Universum. Darin stellen die Entwickler einige der Bauprojekte vor, die von Beta-Testern bisher errichtet wurden. Von Schlössern über Städte bis zu Statuen. Außerdem rufen die Landmark-Macher zu einem Wettbewerb auf. Spieler können über ihre Lieblings-Beta-Kreationen abstimmen. Die Sieger werden dann im fertigen Spiel verewigt. Blizzard überraschte in der vergangenen Woche Fans von Retro-Spielen. Besitzer eines Battle.net-Accounts können sich nämlich kostenfrei die Blizzard-Klassiker Lost Vikings und Rock'n'Roll Racing herunterladen. Die Spiele enthalten teilweise zwar nicht den kompletten Umfang der Originale, sind aber auf aktuellen PCs lauffähig. Wie ihr an die Spiele herankommt, erfahrt ihr bei uns. Ubisoft und Blue Byte kündigten den Start der Open Beta von Panzer General Online an. Das Free-to-Play-Browser-Spiel zur bekannten Taktikreihe ist ab sofort ohne Beta-Einladung spielbar und bietet sowohl Mehrspielergefechte als auch eine Solo-Spieler-Kampagne. Beide Modi spielen sich allerdings deutlich anders als in den früheren Teilen der Serie. Panzer General Online läuft nämlich auf deutlich kleineren Schlachtfeldern ab und erinnert durch den Einsatz von Spielkarten eher an ein Brettspiel. Wer ausprobieren möchte, ob dieser Mix funktioniert, kann sich einfach über die offizielle Webseite anmelden. Von den News geht's jetzt direkt zu Heroes of the Storm, Blizzards MOBA, wo wir uns eine neue Map und deren Besonderheiten angucken. Und da geht's heute in die Geisterminen. Aktuell lassen sich in der technischen Alpha von Heroes of the Storm 4 Karten spielen. Wir haben euch 2 schon vorgestellt. Diesmal kommt die dritte dann, das sind die Geisterminen. Das Spielprinzip ist relativ schnell erklärt, aber lässt sehr viele taktische Möglichkeiten. Ja, ist vor allem auch eine der komplexeren Karten in Heroes of the Storm. Wer die anderen Videos vielleicht noch nicht gesehen hat, einer der großen Unterschiede im Gegensatz zu anderen MOBAs wie League of Legends oder Dota ist ja, dass es eben nicht nur diese eine Karte oder hauptsächlich diese eine Karte mit dem immer gleichen Spielmodus gibt, wo tatsächlich dann eher die taktische Ausprägung der Teams und der Verlauf der Matches dann für Vielfalt sorgen, sondern in Heroes of the Storm gibt es eben unterschiedliche Karten, die auch so spezielle Mechaniken haben, dass sich die Matches alleine dadurch schon sehr unterschiedlich spielen. Ja, hier warten wir gerade auf den Spielstart. Das geht jetzt los. Ihr habt gerade gesehen, es gibt nur 2 dieser typischen Lanes, auf denen sich die Spieler in den ersten Minuten bekabbeln, denn bis dahin sind die Minen noch nicht offen. Das ist nämlich das besondere Feature dieser Karte. Und in der Mitte gibt es ganz viel Wald, in denen es 5 Söldner-Camps gibt. 4 Stück sind davon diese dicken, die Steine werfen. Und ein Camp sind diese 4 Geister, die unterschiedlicher Kämpfernatur sind. Und die nimmt man während des Kämpfens, während man beispielsweise halt darauf wartet, dass die Minen ihre Pforten öffnen, ein. Damit sie natürlich schon mal gegen die gegnerischen Türme laufen. Ja, und dann passiert regelmäßig das hier. Dann ist die Mine nämlich zugänglich. Oben und unten auf der Karte jeweils in der Mitte gelegen sind da Zugänge. Dann guckt man hier auf so eine zweite Ebene, sieht man auf der Minimap, da sind beide Ebenen da. Also auch wenn man nicht in der Mine ist, kann man darüber zum Beispiel in die Mine reingucken und sich ansehen, was die Mitspieler so treiben. Oder manche Champions haben ja auch Fähigkeiten, mit denen sie sich zu befreundeten Charakteren hin teleportieren. Das funktioniert auch, wenn man auf der Außenwelt ist, sich dann in die Mine zu teleportieren. Ja. Ihr seht schon, wir bekämpfen dort NPC-Gegner, das sind Skelette. Denen wollen wir ihre Schädel abnehmen. Insgesamt gibt es nämlich pro offener Minenrunde 100 Schädel zu sammeln. Und über die Menge der Schädel, die ihr mit eurem Team sammelt, entscheidet ihr, wie stark später ein Knochengolem sein wird, der für eure Seite herbeigerufen wird. Ihr seht schon, es gab eben diese kleinen, es gibt auch diesen einen großen hier. Der lässt dann gleich 20 Schädel fallen. Und sobald alle Skelettgegner besiegt sind, ist diese Schädelminenrunde quasi beendet. Ihr könnt aus den Minen raus, weil da gibt es dann nichts Interessantes mehr zu holen. Und dann werden die Knochengolems herbeigerufen. Das wird jetzt auch gleich soweit sein, weil wir jetzt die letzten Schädel noch holen. Ja, oben sieht man in der Übersicht, welches Team wie viele gesammelt hat. Daraus direkt ergibt sich dann eben die Stärke des Golems der jeweiligen Teams. Hier sieht man auch, die Minen sind komplett offen. Die sind nicht irgendwie getrennt. Die eine Fraktion sammelt da, das andere Team sammelt da, sondern auch da können Kämpfe entstehen, gerade bei diesem großen.
Und wenn die Zeit abgelaufen ist, spawnen eben die beiden Golems. Also die spawnen so oder so. Selbst wenn ein Team keinen einzigen Schädel sammelt, würde der Golem spawnen. Yep. Aber ist dann natürlich entsprechend deutlich schwächer als der andere. Man sieht auch hier, grafisch ist ein kleiner Unterschied. Der obere, der stärkere, der hat noch so Kristalle auf dem Rücken und ist auch ein bisschen größer. Der andere wirkt ein bisschen schmächtig. Die Golems laufen dann in die Lane hinunter, die ja der eine auf bleibt auf der oberen, der andere bleibt auf der unteren. Die treffen sich also nicht. Und jetzt habt ihr natürlich die Wahl, was macht ihr? Sammelt ihr weiter Söldner-Camps, um eure Golems zu unterstützen? Weil die halten natürlich einiges aus, wenn sie mit genug Schädeln herbeigerufen wurden. Entweder schickt ihr noch weitere Mercenaries mit, damit die dann ordentlich an den Mauern der Gegner zuppeln. Oder ihr verteidigt euren eigenen Golem, also bleibt bei eurem Golem, damit er nicht so schnell umgehauen wird. Oder ihr greift natürlich den gegnerischen Golem an, der auf der unteren Lane mitläuft. Ja, gibt es verschiedene Varianten, vor allem wenn der gegnerische Golem relativ stark ist, will man doch relativ viele Helden abstellen, um den dann relativ schnell umzuboxen. Denn der Clou bei den Dingern ist, die prügeln sich eben, man sieht es ja hier durch die Basis, bis sie irgendwann tot umfallen. Und da, wo sie sterben, spawnen sie beim nächsten Mal auch wieder. Das heißt, wenn man den gegnerischen Golem zu lange machen lässt, über 2-3 Runden, dann liegt er irgendwann vielleicht direkt neben dem eigenen Palast, also dem Hauptgebäude, dem Endziel einer Partie, Heroes of the Storm letztendlich. Und wer das nächste Mal spawnt, fängt er direkt an, da drauf rumzukloppen. Also da muss man auch so ein bisschen im Auge behalten, wie weit die Golems jeweils in die Basen schon vorgedrungen sind. Es gibt so unterschiedliche Taktiken, die wir schon gesehen haben. Beispielsweise, dass ein Held immer oben bleibt und sich um die Söldner kümmert, während die anderen runtergehen, um den Golem die Knochen zu sammeln. Oder man geht gemeinsam als Team hinunter, um den Golem zu pushen. Oder es gibt auch die Variante, dass einfach nur die Söldner oben eingesetzt werden von einem Team und die Golems komplett ignoriert werden. Hier sehen wir nochmal, dass der letzte Golem herbeigerufen wird für diese Runde. Der hat auch tatsächlich 0 Schädel, wie man sieht, und lässt sich dementsprechend relativ schnell umhauen von uns, während unserer 100 hat und für uns das Spiel schon mal praktischerweise beendet. Victory. Wir zeigen euch diesmal aus Wildstar War of the Wilds. Das ist ein Adventure, ein instanzierter Inhalt für 5 Spieler. Und dort geht es sehr MOBA-mäßig zu. Schauen wir doch mal direkt rein. Es ist mal wieder Zeit für die Wildstar Beta und dafür ein weiteres Adventure. Wer es nicht weiß, Adventure sind ja eine Form von instanzierten Gruppeninhalten in Wildstar. Sind eigentlich ganz normale Dungeons, auch für 5 Spielergruppen. Unterscheiden sich aber dadurch von den klassischen Dungeons, dass es nicht so diesen typischen Trash-Gegner-Boss und jedes Mal gleich Aufbau hat, sondern da mitunter auch etwas abgefahrenere Konzepte realisiert werden, wie zum Beispiel hier in War of the Wilds. Ja. Wir hatten ja schon mal Highcrest Incursion gezeigt, da konnten wir dann an mehreren Stellen entscheiden, was für Abenteuer wir eigentlich erleben wollen. In diesem Adventure geht es um was ganz anderes, es ist nämlich ein bisschen wie ein MOBA aufgebaut. Wir kämpfen mit unserem Team gegen ein anderes Team mit NPC-Gegnern, die ein bisschen cleverer drauf sind. Hier sehen wir gerade, wie wir einen bekämpfen. Und es geht darum, dass wir ganz viele kleine Totems erobern und so diverse Gruppen von NPCs stärken, die auf unserer Seite kämpfen, die dann wiederum gegen ein großes Endgebäude, Endtotem bei unseren Gegnern laufen, um das dann zu zerstören. Das Ziel ist ähnlich wie bei LOL oder Dota oder eben so einem klassischen MOBA-Spiel, die jeweils oder die Basis der Gegner kaputt zu machen. Da könnte man theoretisch auch gleich am Anfang schon reinlaufen und es versuchen. Allerdings sind natürlich die quasi Spieler unterwegs, die sind natürlich computergesteuert, aber es ist mehr oder weniger, als würde man jetzt zum Beispiel League of Legends gegen Bots spielen. Oder man stärkt eben seine Gefolgsleute, die automatisch über die Karte laufen, indem man diese Kontrollpunkte erobert, sie den Gegnern abnimmt. Man sieht auch unter der Minimap die Anzeige, wie viele Totems wir gerade haben, wie viele Totems die Gegner haben. Und durch das Erledigen anderer Ziele, das steht da drunter, diese Levelanzeige, kann man dann auch seine Gefolgsleute, seine Armee stärken. Und solche Zusatzziele sind zum Beispiel das hier. Es gibt nämlich 3 Bosse auf der Karte. Den Giganten hier zum Beispiel. Die können jetzt an sich nicht so besonders viel. Das macht aber balance-technisch tatsächlich Sinn. Denn wie man hier sieht, die Gegner können natürlich mal dazu kommen. Sind ja Bots, sollen ja so tun, als wären sie echte Charaktere. Vielleicht auch von Spielern kontrolliert. Mhm. Und wenn man dann gegen so einen Boss kämpft und dann das gegnerische Team ankommt, dann wird es doch etwas chaotisch. Ja, in dem Fall ist uns genau das passiert. Wir standen dort, glaube ich, zu 4 oder zu 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass einer unserer Schadensausteiler schon losgelaufen ist, um Totems einzunehmen.
Auf jeden Fall wurden wir dann während des Kampfes überrascht vom gegnerischen Team, von den Bots, die es dann in sich gehabt haben. Und ich war als Heiler unterwegs und habe damit nicht gerechnet und dementsprechend meine Ressourcen zum Heilen nicht so richtig gut eingesetzt. Ja, diese Gruppenkämpfe sind auch tatsächlich nicht ganz so ohne, weil auch das gegnerische Team zum Beispiel hat tatsächlich einen Heiler dabei. Ja. Muss man also auch drauf gucken, dass man die richtigen angreift. Kommt zum typischen Gruppenkampf in einem MOBA schon relativ nah. Ansonsten grundsätzlich gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das hier zu spielen. Wie gesagt, unsere Gruppe hat es so gemacht, wir hatten einen großen Pulk. 4 von 5 Leute sind zusammen rumgezogen, um unter anderem hier die Bosse zu machen. Und einer ist rumgelaufen und hat Totems erobert, weil das kann man eigentlich auch alleine. Man sieht auch da an der Anzeige, es hat recht gut funktioniert. Wir sind gerade schon bei 21 gegen 2. Man könnte es auch so spielen, dass sich die Gruppe, das Team komplett aufspaltet und die Totems hier und da einnimmt. Denn wenn dann zum Beispiel jemand merkt, oh, jetzt kommt hier gerade das gegnerische Team, ich habe Probleme, gibt es die Möglichkeit, über so einen bestimmten Knopf sich Verstärkung zu holen und das an die anderen Teammitglieder zu sich zu teleportieren. Hier sieht man jetzt mal so, wie die Übersichtskarte aussieht, eben diese ganzen einzelnen Punkte. Und man sieht auch, wir sind schon relativ weit. Ziemlich groß ist das Ganze angelegt. Wie ihr sehen könnt, 25 Flaggen gibt es zu erobern. Und wir haben uns gedacht, das machen wir auch mal, erledigen noch ein paar Bosse und merken dann auch relativ schnell, wir haben ja natürlich auch Erfahrungspunkte gesammelt für unsere NPCs, die mit uns laufen. Und die rennen gerade schon sehr erfolgreich gegen das gegnerische Haupttotem, beziehungsweise haben es auch gleich schon eingerissen. Ja, in dem Fall haben wir tatsächlich das Match gewonnen, ohne die gegnerische Basis auch nur einmal von innen gesehen zu haben. Yep. Außer jetzt gleich, weil man wird dann zum Schluss dahin teleportiert. Ja, vielleicht noch ein bisschen Balancing-Feinschliff nötig bis zum Live-Spiel, aber grundsätzlich die Idee dieses Adventures finde ich extrem spaßig. Gibt es dann natürlich auch nochmal in einem Veteranen-Modus auf Maximalstufe, wo es sicherlich nochmal eine ganze Ecke knackiger ist. Das hier kann man ja die reguläre Version ab Stufe 25 spielen, also noch relativ gemäßigt und einigermaßen früh im Spiel. Yep. Und da gibt es typischerweise wie bei Instanzen halt in Wildstar die Auswertung und auch die Belohnung, in dem Fall ein episches Item. Wuhu!